Sei gegrüßt! Ich zeige dir in diesem Video, wie du die Quickcast-Funktion bzw. das Schnellzaubern in League of Legends ausschaltest und wie sie funktioniert. Los geht's! Ich befinde mich in-game und gehe über die Escape-Taste in die Einstellungen. Links, wie zu sehen, befinden wir uns schon in dem Menüpunkt Tastenkürzel. Hast du das Game auf Englisch gestellt, dann steht dort Hotkeys. Oben befinden sich nun die Quickcast bzw. Schnellzauberfunktion und rechts daneben die normale Einstellung. Fangen wir mit der normalen Einstellung an. So bekommen wir auch durch den gesetzten Haken unten beim Indikator die Zauberanzeige und müssen nun den gewünschten Zauber über die linke Maustaste bestätigen. So kannst du gut zielen und antizipieren. Bei der Schnellzauberfunktion wird der Pfeil unter dem Tastenkürzel hervorgehoben. Nun wird dein Zauber beim Drücken der Taste direkt ausgeführt. Das heißt, dein Mauszeiger sollte sich im besten Fall da befinden, wo du auch hin aimen möchtest. Je nach deinem Playstyle kann das eine oder andere besser für dich passen. Probiere dich dort am besten einfach aus. Du kannst aber auch deine individuellen Einstellungen vornehmen, indem du den Pfeil unter dem Tastenkürzel einfach selbst highlightest und so die Quickcast-Funktion aktivierst oder deaktivierst. Wenn du jetzt deine Spells richtig einsetzen kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und uns einen lieben Kommentar unter das Video schreibst. Folge uns auch gerne kostenlos durch ein Abo und aktiviere die Glocke. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Deine Test Venture Crew.